Gut, ich hoffe, das läuft alles auch soweit. Und wir machen an der Stelle auf jeden Fall weiter mit Common Raiders hier bei Final Fantasy 15. Ja, sehr, sehr coole Multiplayer-Expansion. Und ja, wir schauen erstmal, was uns hier noch so weiteres erwartet. Wir sind jetzt momentan der Einbruch der ewigen Nacht. Und man kann außerdem auch hier Trophäen handeln. Also jetzt auch neue Trophäen. Und da habe ich auch schon einige geholt. Ah, 15%. Hier werden wir auf jeden Fall immer demnächst auch nochmal Episode Prompto auf jeden Fall auch nochmal alles soweit machen. Ich wollte es auf jeden Fall auch genauso abschließen hier wie das mit Gladiolus oder halt Juli-Update. Ja, bevor wir eben halt demnächst auch noch Ignis machen werden. Hier haben wir eine Waffe mit Stufe 30 anfertigen und den Besitzer des Krenes getroffen. Und alle anderen weiteren Trophäen werden wir auch noch, denke ich mal, holen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool hier bei Common Raiders. Ach ja, nochmal ein Tipp für die Leute, die das noch nicht wissen. Hier, wenn ihr dann hier bei Übersicht seid, also nicht direkt hier in PSN Store, sondern hier Übersicht, dann könnt ihr hier drauf gehen und dann kommt ihr hier zu den Multiplayer. Da könnt ihr einfach dann drauf gehen. Ihr braucht auf jeden Fall den Season Pass, ansonsten geht das alles nicht. Und natürlich auch PSN Plus. So, ja, dann kommt ihr auch schon hier da drauf und dann könnt ihr das herunterladen. Das sind 7,5 GB. Kam, wie gesagt, heute schon raus alles. Und jetzt machen wir weiter. Wie viel Kilowatt habe ich denn? Also diese Kilowatt, die ich da. Kann das jetzt nicht gerade sehen. Fotos von dir kommen. Was gibt's? Ah, 15.000 haben wir jetzt schon. Uiuiui. Okay. Da oben ist auch noch was. Das kommt mir echt bekannt vor von Kristallum. Da gab es ja auch so ein System hier. Eigentlich schön hell. So, da haben wir auch freigeschaltet. Sehr schön. Also ihr seht schon, hier ist unsere Welt und hier ist eben halt Lestalum. Und wir werden jetzt hier alles erleuchten, kann man sagen. Und hier haben wir auch weitere Gebiete. Wie Stützpunkt Alt-Lestalum. Dann haben wir hier Kautes Depot. Dann haben wir hier oben Meledatio Jägerzentrale. Und dann hier ganz da unten haben wir auch Gelden Kai. Wie ihr seht, ist ein wenig jetzt in der späteren Zeit, wo jetzt alles hier von sichern befallen ist, von der Zeit her. Und wir kämpfen jetzt ums nackte Überleben, kann man sagen. Mal sehen, was hier noch alles noch so kommen wird. Grüß die anderen von mir. Okay. Gabe. Dich ja richtig ins Zeug. Ja, da haben wir auf jeden Fall schon wieder ein paar neue Missionen hier am Start. Eine dringende Aufgabe haben wir hier sogar. Ja, machen wir mal wieder Schnellstart. Ich glaube, bei Benutzer definiert kann man auch mit Leuten zusammen spielen, denke ich mal, vielleicht. Mal, ja, mal schauen denn. Aber erstmal Tobiko weiter leveln. So, jetzt gehen wir zu unserer Gruppe. Ach, warum habe ich denn da so geschrieben? So. Jimin. Hier. Agierwurzel, okay. Dann können wir hier bereit machen. Geht's?
dringende Mission. Musik ist immer so nice hier. Da haben wir auch sogar von Oboe Omatsu. Dagger Power. Alle hier mit Katana, alles so Samus. Oh, nice. Da haben wir den Endgegner. Oh, frische Leber hat 4 Sterne. Nice. Na, ich brauche jetzt mal wieder einen Warp. Boah, hat er mich erwischt mit seinem Wasserstrahl. Eieiei. Boah, Alter, wie der Fargro auf mich hat. Oh, Junge. Boah, danke, danke, danke. Chun, Chun ist ein guter Junge. Ja, man spielt ja auch mit Japanern. Ich hatte echt eine Menge hier Japaner eigentlich gehabt. Boah. Geht ja gut ab hier. So. What the hell? Okay. Harte Schallentier. Boah. Boah, ey, bei dem muss ich richtig aufpassen. Überrennt dich ja förmlich.
Mal sehen, was sie uns so die dringende Aufgabe bringt. Okay, der ist auch Stufe 19. Hi, Linsky. Da auch nicht mal so. Ich auch mal auch gleich übertreiben müssen, ne? So. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Ah, Überraschungsangriff. Ah. Wir sind ja gut gebufft außerdem, das passt ja. Sonst hätten wir viel mehr noch Abzug bekommen. Heimat und Ehre. Oh ja, das ist super. Das ist wie so eine Art Limit Break, kann man sagen. So ähnlich. Mit den Team Links, das kennt man ja aus dem neuesten Update. Da habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie das alles soweit funktionieren kann. Müssen wir den Gegner direkt zustoßen, während er danach so gut wie umgeworfen werden kann, damit diese Funktion möglich ist. Sonst ist es gar nicht möglich, sowas zu machen. Nicht einfach so, Team Link geht nicht. Man muss ja einen besonderen Status sein, wie umgeworfen oder betäuben. Naja, komm. Shinten-Panzer bekommen. Einfach mal mein Level 19 Vieh umgehauen. Alles klar, wir haben geregelt. Sehr nice. Die haben wir schön verprügelt. Zum Glück geht's dir gut. Ah, guck, was Monika da uns zaubert. Oh, Höllenschmaus. EP-Gewinn 30%, von Rate 30%. Schmeckt? Ist ein insomnisches Rezept. Natürlich leicht abgewandelt. Bam. Können wir außerdem jetzt auch wieder Foto machen und alles, ne? Geht hier auch. Ja, der Shinten-Panzer und... Nice. So, wir haben ja noch Menge Missionen, aber das war jetzt eine dringende. Die hast du nur für eine kurze Zeit. Und wenn du den geschafft hast, denke ich mal, kriegst du auch irgendwie so Bonis oder sowas. Also so dringende Mission. Aber es ist eine schöne Beschäftigung so nebenbei, wenn man jetzt nichts mal so mehr jetzt FF14 macht. Kann man hier in FF15 ja auch noch hier so ein bisschen so MMO-like-mäßig was machen. So ein wenig. Du kommst wie gerufen. Ich bin auch neu hier und
brauche eine Vertretung. Ich muss der Zentrale von den Erdbeben hier berichten. Aber ich kann doch nicht einfach meinen Posten verlassen. Darum könntest du vielleicht ganz kurz mal für mich einspringen? Aber ganz kurz. Kampf gegen die Sicher. Wieder so eine Solo. Da haben wir auch eine Solo-Mission. Kennt man ja auch aus manchen MMOs sowas. Da gibt's ja halt auch sowas. Da macht man nicht nur mit Leuten zusammen was, sondern man hat ja auch eine Solo-Instanz. Was eher eigentlich auch ein bisschen so story-technisch sein könnte, sowas halt, ne? Oh. Oh, oh, oh. Diese verdammten Viecher. Hey ihr, könnt ihr kämpfen? Los jetzt! Ah, Ariane. Ist ja nice. Die ist auch am Start. Man sollte außerdem irgendwann später die Funktion bekommen, auch andere Charaktere aus dem Hauptspiel zu spielen zu können. Wäre auch nice. Trümmern, Heilmagie. Dann mal hier einen Punkt finden. Die hier irgendwo wieder MP aufladen können. Ich finde jetzt hier keinen Punkt, wo ich hinwarpen kann. Aber das sieht aus wie so ein Sinn-Ding hier, ne? Sicher Spawner. Der erinnert mich von diese Knospen von Sinn aus Final Fantasy X. Zack! Au. Wo kriegen wir denn so einen Punkt, wo wir hinspawnen können? Ich ist hier nicht. Vielleicht denkt sich die Mission, jetzt kannst du das nicht machen. Gegner besiegen. Noch so ein Spawner. Können auch hier Katana wechseln, dann haben wir hier den Katana-Style. Sind wir eher so volle Samurai. Du hast hier nebenbei auch Story, ja? Ich mache jetzt gerade so eine Solo-Mission, Felspitze. Ich mache gerade so eine Solo-Mission, da hast du nebenbei so ein bisschen halt Story und erfährst, wie es eben halt jetzt weitergeht. Und nachdem, wo die jetzt die Welt in der Dunkelheit ist. Und die eben halt gegen die Sicher kämpfen. Du bist hier so gesehen ein Kingsleaf. Das kennt man ja sonst von Final Fantasy 15 Kingsleaf da. Die Geschichte, da wurde ein bisschen was vom Film etwas gezeigt und erklärt, wofür die halt stehen und was die halt machen. Und wir helfen so gesehen mit den Befreiungskämpfern gegen die Sicher und versorgen eben halt jetzt, Das Wappen kenne ich doch. Du gehörst zur Königsgläfe, nicht wahr? Die Spezialeinheit, der König Regis einst seine königlichen Kräfte geliehen hat. Ja. Gut. Starke Kämpfer können wir immer gebrauchen. Knöpf dir hin und wieder ein paar Sicher vor. Und dann hast du natürlich auch solche Missionen, wie man das kennt, mit anderen Spielern zusammen.
Dann hast du hier Stromzufuhr. Das ist also dein Fortschritt, kann man sagen. Hier hast du das wie bei einem Kristallum, dass du hier Verbindungen eingehen musst, hier so gesehen. Also hier musst du ihm halt Kilowatt verwenden, um Gebiete wieder mit Strom zu versorgen. Hier zum Beispiel hast du auch dann weitere Gebiete. Stützpunkt Kautes Depot und Alt-Lestalum. Wir sind momentan bei Lestalum. Da hat er momentan der große Stützpunkt von dieser Befreiung hier. Dann haben wir Medalzio, Jägerzentrale. Also man kennt hier ein paar Gebiete auf jeden Fall. Hier haben wir auch unten Gaidenkai. Und wir müssen so gesehen, ja, wieder hier alles mit Licht erstrahlen. Somit können wir die sicher eindämmen. Und dann gibt es hier auch spezielle Belohnungen. Und auch Missionen, die man da freischaltet. Sehr schön. Siedler unterwegs nach Lestalum. Wir müssen auch dann Siedler finden. Damit steigern wir eben halt die Siedlungsgemeinschaft. Wähle eine Gemeinschaftsoberhaupt. Fernab der Heimat und getrennt von ihrer Familie sind viele Flüchtlinge verunsichert. Damit sie sich schneller einleben, brauchen sie einen starken Anführer, der sich um sie kümmert. Je nachdem, wenn du zum Oberhaupt wählst, erhältst du Unterstützung in unterschiedlicher Form von der Gemeinschaft, beispielsweise in Form von Lieferungen, denn jeder verfügt über unterschiedliche Talente. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Ja, hier hast du eben halt, wo du deine Fotos und sowas verwalten kannst. Hier hast du die gespeicherten Fotos. Da hast du den Waffenhändler, das lässt sich auch alles demnächst immer upgraden. Hier kannst du deine Waffe modifizieren. Hier kannst du bei Iris Klamotten holen und so weiteres. Man kann außerdem auch hier im Charaktermenü gehen, dein Avatar oder die Hauptcharaktere aus der Hauptgeschichte. Die sollen dann irgendwann auch dann spielbar hier sein. Und dann hast du hier auch verschiedene Charaktere, du kannst hier dann halt erstellen. Du kannst auch wieder neuen machen, aber der gesamte Fortschritt geht jetzt so gesehen nicht verloren. Heißt also, wenn ich jetzt diesen Charakter wähle, also jetzt habe ich diesen hier, aber wenn ich halt sie wähle, dann ist das so, dass du mit der dann weitermachen kannst, aber du bist auf Level 1. Heißt also, wir müsst quasi den nochmal erneut spielen, also aufleveln, aber alles andere behältst du. Also brauchst du keine Angst haben, wenn du jetzt den Avatar wechselst, dass du deine Waffen verlierst und deinen Fortschritt, hier auch mit dem Strom und sowas. Das bleibt alles erhalten. Du wechselst halt nur lediglich den Avatar. Aber dort sind die jeweiligen Fortschritte gespeichert miteinander. So. Gehen wir mal da runter. Dieser Gemeinschaft. Können wir jetzt hier gucken, Oberhaupt wählen. Wähle ein Gemeinschaftsoberhaupt. Okay, das habe ich schon gelesen. Dann haben wir Martialite. Regelmäßige Lieferung von Wertgegenständen. Regelmäßige Lieferung von Jill. 20% Rabatt bei Waffenhändler. Wertgegenstände ist nice. Das Oberhaupt der Siedlungsgemeinschaft wurde gewählt. Regelmäßige Lieferung von Wertgegenständen. Du kannst nun die Versorgungsboxen in Lestalum nutzen. Siehe regelmäßig nach, ob du eine Lieferung erhalten hast. Also so ähnlich, was ihr kennt, so per Post oder irgendwie sowas. Du hast eine Lieferung erhalten. Ah, gut. Dann kriegen wir halt auch so Loot. Oder je nachdem, was ihr immer bekommt. Dann kriegen wir halt immer wieder eine bestimmte Zeit immer wieder neue Lieferungen. So, und dann kam bei der Stromzufuhr haben wir eine Möglichkeit auch die Waffenkammer abzugraden. Hier mit Sith. Mit Sith, dann hier mit Iris. Da braucht ihr eben halt seine Lizenzen. Und dann könnt ihr da eben halt neue Sachen erwerben. Außerdem haben wir hier auch noch den Talkit, der informiert euch hier immer in Gegend, also der informiert euch immer wieder mit neuen Sachen, also Geschehnisse hier.
zur Gründung von Lucis wurden angeblich böse Menschen auf die Insel gebracht. Dort wurden ihre Seelen dann reingewaschen. Und die Menschen, die nicht vom Licht geheilt werden konnten, große Angst gemacht. Packe ich mich mal hier irgendwo hin. So. Okay, machen wir mal weiter. Wir verlassen uns auch weiterhin auf deine. Es gibt auch dringende Missionen. Das habe ich jetzt eben gerade gemacht. Da gibt es hier je nach Stufe, ne? Hier gibt es auch welche Sachen, die wir noch nicht abgeschlossen haben. Da haben wir so ein Aufrufszeichen. Heißt es also, da können wir auch noch abschießen. Hier können wir Schnellstart machen. Benutzer definiert oder Solo-Spiel, da haben wir unsere KI-Gruppe mit dabei. Benutzer definiert, schaue ich mal jetzt mal rein. Ah, da könnt ihr hier erstellen. Könnt ihr nochmal neue Suche machen, Suchoptionen ändern. Dann könnt ihr hier Gefährten Zufall oder eben halt Freunde. Dann könnt ihr die Verbindungsregion eingehen und außerdem auch die ID, also sprich, da könnt ihr eben halt euren Passwort machen. Oder dass man nach der ID suchen kann, denke ich mir auch. Also man kann hier auch die Suchoption ändern und dann hier nach der jeweiligen ID suchen, wenn jemand jetzt irgendwie das auch erstellt hat. Okay, nee, ist doch kein Passwort. Passwort, glaube ich, wäre sowieso mit Freunden eigentlich, wenn man sowieso mit Freunden spielt. Aber ich denke mal, hier kannst du die ID einstellen, falls man dich jetzt irgendwie direkt finden will. Anscheinend. So, machen wir mal schnell. Gucken wir mal. Kriegt ihr immer eine zufällige Gruppe, je nachdem, was ihr suchen tut. So. Dann wird hier reingeworfen. Solange eine Suchanfrage gibt. Und dann könnt ihr hier gegen so einen Prügelkaktor kämpfen. Nee, man konnte ja heute schon um circa 2-3 Uhr schon spielen. Warum habe ich kein Zilllicht? Hey, ich dachte, ich habe das ausgerüstet. Merkwürdig. Wir haben auch so Gottheiten. Man kennt ja diese Götter da. Da könnt ihr dann so gesehen von denen auch spezielle Fähigkeiten kriegen. Hier haben wir auch Infos. Hier kriegt ihr auch nochmal Infos über die Charaktere wie Nyx Ulrich von den Kingsleaf. Dann haben wir Luna Freya, Libertus. Libertus haben wir hier auch mit dabei. Dann haben wir Corleonis, Monika und viele weitere, die man auch so kennt. Dann außerdem die ganzen Gebiete und Infos. Dann habt ihr hier eure Ausrüstung und alles. Chat, Wörterbuch, Emblem, Ausrüstung, was ihr alles habt. Chat, Wörterbuch, Ausrüstung. Hier könnt ihr die Gottheiten auswählen. Die bringen euch dann verschiedene Fähigkeiten. So, dann wollen wir mal starten gleich. Haben wir zum Beispiel auch einen Japaner da, wie man sieht. Und die geben euch dann auch noch zusätzliche Fähigkeiten. So, Schutzgesuch, Jäger, Schutzhütte. Ah, wir müssen bestimmt jetzt was verteidigen, ne? Die Aufgabe scheitert, wenn die LP des Schutzobjekts auf 0 fallen. Haben wir diese Bombe auch noch hier? Oh, je, je, je. Aber ich finde das so geil, dass Uematsu hier jetzt auch so am Start ist. Genauso wie mit Final Fantasy 14 hier. Nice. Halt schöner Komponist. Haben wir mal, er ist sowieso der Urvater von Final Fantasy Musik.
Da passt das ja nur gelegentlich, dass er mit dabei ist hier. Sehr, sehr gut. Aber seit der Beta haben die das schon sehr gut überarbeitet hier soweit. Ich weiß nicht, was man hier noch so alles freischaltet hier überhaupt. Oh, 2 Sterne. Knoblauch. Nicht, dass es irgendwie laggt, wenn man mit Leuten aus einer Welt spielt. Ja, das stimmt. Ja, da musst du immer gucken, ne? Wie das so funktioniert. Also ich kann mich jetzt noch nicht beschweren irgendwie. Natürlich kann es zu Lachs führen. Wollte ich jetzt nicht, natürlich nicht ausschließen, wenn du ihn natürlich die ganze Welt suchst. Also die Leute wie jetzt die Japaner und sowas halt alles, ne? Wenn du sagst, ey, eigene Region, also EU, dann ist es natürlich besser. Aber es ist auch cool, wenn man auch aller Welt spielt, also sprich Japaner. Da hast du sowieso voll die OP-Leute da am Start, ne? Wenn du noch mit Japanern spielst. Die haben ja ganz andere Mentalität und alles, ne? Die gehen da ganz die Sachen auch ganz anders ran, als jetzt, wenn du mit EU-Spielern spielst. EU-Spieler kennst du eigentlich, dass die eigentlich recht früh aufgeben oder keinen Bock haben oder, ach, keine Ahnung. Und wenn du hier noch mit Japanern zu tun hast, da hast du die echt coole Mentalität so am Start, ne? Ist auch sehr nice. Sind ja halt nicht so... So, jetzt kommt der Endgegner. Ein Eisengiganten. Oh, 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 da muss man aufpassen. Jetzt schwingt er Gravitas. Oh, Gravitas ist so mies, ey. Das habe ich immer so gehasst bei denen. Dann kannst du hier Begrüßung alles auswählen, dann Vorbereitungen, Strategien, Kampf. Man kann auch so Sachen auch noch weitergehend freischalten. Auch sehr schick. So, dann gucken wir mal, was wir diesmal als Gericht bekommen. Willkommen zurück. Oh, nice. Cremiges Milchrisotto. Feldrationen machen satt, aber die Seele, die wird nur durch eine warme Mahlzeit wie diese gestärkt.
Und da könnt ihr ja auch hier Foto machen und alles. Ne? Die Kamera kann man hier auch nochmal drehen. Dann kann man hier halt auch noch so Foto machen. Ja, es gibt halt auch kein manuelles Speichern, sondern so wie man das ja von anderen Spielen kennt, mit Online-Funktionen hast du eben halt hier auch Autospeicher. Ist hier auch mit drin alles. Joa, und mal einfach gucken, ne, wie das einfach jetzt, ich werde erstmal hier alles Mögliche machen, also wie es geht. Dann halt abwarten mit Updates. Es kamen außerdem auch Trophäen noch dazu und alles. Ja, das finde ich echt nicht wenig. Ja, ich habe in der Zeit ja schon Blue Reflection und Neptunia Forgotten ist online, habe ich jetzt auch auf Platin gemacht. Und ja, Gladiolus Prompto muss ich noch machen. Also da fehlt mir noch ein paar bei Prompto, werde ich aber auf jeden Fall auch noch machen. Das Juli-Update mit den Teamlinks, was man jetzt auch hier bei Comrades hast. Und dann hast du auch natürlich auch nochmal hier, wo du auch nochmal Trophäen machen kann, bekommen kannst. Boah, mal schauen, ne? Nein. Oh mein Gott, oh nein. Oh, nein, nicht. Nein, PlayStation aus. Nein. Gut. Momentan weiß leider niemand, wo der Bursche überhaupt steckt. Früher habe ich ihm auch. Gibt es da nur Mission mit Verteidigen, töten dies, töten das? Oder Open World mäßig? Ne, Open World mäßig hast du jetzt hier nicht so. Du hast eigentlich, so wie du manche Games kennst, hast hier deinen Stützpunkt, wo du dich aufhältst. Und draußen sollten schon Leute sein, aber meistens machst du jetzt so Missionen oder deine Solo-Missionen. Ich bin jetzt aber nicht jetzt irgendwie hier aus dem Stützpunkt irgendwie rausgegangen. Ich weiß es jetzt nicht. Ob man da jetzt auch noch Open World da mäßig da mit Leuten da rumkämpft, tust oder so draußen. Muss ich mal gucken. Ich sollte mal wieder mein Schwesterherz besuchen. Ah, Gladiolus kommt auch noch. Gladiolus wurde in der Stallung gesichtet. Sucht die Stadt ab und trifft mit ihm. Cool, dann können wir sogar Gladiolus treffen. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Soweit ich weiß, kann man jetzt hier noch gar nicht verlassen und draußen mit den Leuten. PvP wäre cool, ja. Vielleicht kommen sie ja irgendwann auf die Idee, auch noch PvP zu machen. Ich meine, das Spiel ist erstmal heute rausgekommen. Und man muss erstmal abwarten, wie sich das auch entwickelt, ne? Man muss erstmal gucken, wie die das auch weitergehend fortführen möchten. Und wie die das halt alles noch machen werden, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache bei Square Enix. Man muss halt immer schauen. Aber es ist ja erst heute rausgekommen, richtig? Wir müssen ja erstmal abwarten, ne? Weiß gar nicht. Dieser General Chor von. Also, da haben wir P. Weiß gar nicht. Also, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, jetzt komplett irgendwie draußen zu sein. Man kann jetzt den anderen Stützpunkt aufsuchen. Aber nur, wenn wir jetzt die freigeschaltet haben. Aber ich denke mal, das sieht vielleicht den Grund wegen den Sichern und sowas. Aber vielleicht werden die das auch noch einbauen, dass es ein bisschen mehr Open World ist und sowas. Weil ich meine, Warframe hat jetzt seitdem jetzt auch eine Open World Map bekommen. Das war ja sonst auch immer nur, wo du hier quasi immer in dein Raumschiff gegammelt hast, deine Mission gemacht hast, zu Planeten gegangen bist, dies gemacht hast. Das hat ja bis heute ja immer noch bewährt bei Warframe. Und jetzt ist das momentan hier genauso. Hier hast du eben halt, wo du deine ganzen Sachen hier machen kannst. Und vielleicht kommt irgendwann auch sowas, wo man dann ein bisschen Open World gehen kannst oder irgendwie sowas. Man muss erstmal schauen, wie sich das entwickelt. Auch hier mit PvP muss man mal schauen. Aber da müssen wir erstmal abwarten. Hey, du da. Gucken, wie sich das alles auch entwickelt und was sie noch vorhaben. Ist eine
Kannst du da für mich nach dem Rechten sehen? Ein paar Jäger wollen nämlich gesehen haben, wie sich Siecher über meinen Laden hergemacht haben. Das lässt mir keine Ruhe. Dann haben wir auch hier Solo-Missionen. Die sind halt so ein bisschen so auf Story und sowas, ne, in der Richtung. Und ihr entwickelt euer Kingsleaf halt immer weiter und mal schauen, ne. Ich bin ja selber echt voll gespannt, was da noch so alles noch geben wird. Deswegen schaue ich mir das alles auch genauer an und mache da auch eine Menge Sachen da jetzt nebenbei, um auch nochmal selber alles anzuschauen. Die Wunderpott vertreiben. Alles sicher hier. Ey, bleib stehen. Ah, also hier könnt ihr schon irgendwie nach draußen laufen, aber das ist jetzt nur während der Solo-Mission möglich. Aber man muss hier nur so ein paar Aufgaben machen auch. So viele Siecher hier, ey. Kriegt die gar nicht los. Kämpfen ja als Unendliche. Ich erstmal zum Ziel hin. Ah, da ist der Zauberpott. Ah. Oh, da haben wir Steak. Das sind halt so welche Buffs halt. Boah, Fleisch gefunden. Ah. Das sind voll viele Goblins. Zutaten geben, hä? Zutaten geben, hä? WTF, okay. Aha. Ja, hier. Die lassen mich nicht geben, ey. Geht weg von mir. Diese nervigen Goblins, geht weg. Bleib doch stehen, ey. Toll. Oh, was ist das? Bleib stehen. Boah. Mann. So. Lass mich doch mal geben. Ah, diese dummen Goblins, ey. Weg von mir. Du hast ja auch keinen Warp-Punkt irgendwie, weil sonst würde ich das ein bisschen taktischer machen können. Du hast ja auch keinen Warp-Punkt hier. Geht doch.
Eieieiei. Und weg sind sie. So schnell können die Leute weggehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Siecher werden immer gefährlicher und dreister. Dank dir bin ich wieder beruhigt. Vielen Dank. Ah. Wann kann ich den Laden wohl wieder öffnen? Was kann ich für dich tun? Ah, jetzt können wir das hier freischalten. Drehen wir die Lichter auf. Dann wir Altlist Talum. Ah, cool. Haben wir schon mal den ersten Außenposten. Der Fahrer bringt dich bis zum Wagen. Tschüss. Cool. Lestalum. Folgt man von Lestalum aus der neu angelegten Phoenix-Umgebungsstraße, erreicht man Alt Lestalum, die älteste Siedlung der Region Tain. Viele Pioniere auf der Suche nach Glück zog es nach der Gründung Lestalums in die neue Stadt, sodass die Ortschaft ein wenig vereinsamt. Vereinsamte. Doch in einer Welt, in der die Nahrung immer knapper wird, hat der Fischfang einen hohen Stellenwert und so ist Altlestalum mittlerweile unter anderem durch seine Nähe zum Fluss Venas zu einem der wichtigen Stützpunkte geworden. Haben wir ja auch noch den Fischfang hier auch noch, weil das gibt es ja in Altdings ja nicht, in Altlestalum. Ich meine, in Neulestalum, da gibt es halt das nicht und in Altlestalum hast du eben halt diesen Ufer. Okay. Irgendwie gibt es auch so Sachen zu finden, glaube ich, oder? Oder. So. Die zwei Lestalums. Nachdem sich diese Siedlung etabliert hatte, zogen die Pioniere weiter gen Norden und ließen sich schließlich von Licht des Meteors in die grünen Kälbersfelder führen, wo sie sich niederließen, um eine Stadt zu gründen. Lestalum. Also die neue jetzt. Oh, sieht ja schon mal besser aus eigentlich. Man sieht sich. Schönen guten Morgen. Ach, hier gibt es nur so Männerfrisuren. Dann haben wir hier auch Körperbemalung, Gesichtsbemalung. Ohrstecker. Gibt es sowas wie Hemd auch noch? Okay. Vielen lieben Dank.
Hier haben wir diese Steine, die für Licht sorgen. Schönen guten Tag. Sehen Sie sich ruhig um. Hier haben wir was im Inventar. Bis zum nächsten Mal. Kommen wir mal hier rein, Inventar. Haben wir auch wieder hier Charakterinformationen, Dokumente. Aktuelle Ausrüstung, Status. Was haben wir da? Willkommen. Ah, hier können wir außerdem aus welche solche Crow-Sticker haben. Dann werden die halt so gezeigt dort. Auch nicht schlecht. Boah, 57.000. Eine Werbekostüm für die Krähennest-Restaurants. Da halt die Kenny-Maskottchen-T-Shirts. Man sieht sich. Okay. Hier kann man zusätzlich noch Sachen bekommen. Die Information. Der Kosmogonie steht was über die Mikage-Insel. Die Götter versammeln sich dort, weil die Kraft des Planeten da am stärksten ist. Was gibt's? Wir haben ja noch ein bisschen Energie. Ist auch wieder was Neues dort. Midgar Sommerjagd. Ah. Wenn wir jetzt hier von diesem Stützpunkt jetzt hier auch solche Sachen hier, können wir da hier die Missionen freischalten denn anscheinend. Dann hat das, glaube ich, hier alles dann um diese Aufträge. Okay. Hier kriegen wir auch was Neues. Bushido. Brauchen wir 38.000. Danke für die Hilfe. Die Fotos von dir kommen. Du legst dich ja richtig ins Zeug. So, jetzt haben wir noch das hier. Mal soweit erstmal die Sachen abschließen. Nach und nach.
gut auf dich auf. Jetzt sieht schon von unserer Stärke ab. Können wir auch wieder ablegen? Ja. Fleisch gefunden. Man findet hier so Sachen, die kann man denn noch nehmen. So. Wieder Schutzgesuch, Ostwinde. Ah, wir müssen den Tunnel jetzt beschützen. Ah, wir dürfen sogar nicht entkommen. Mondschenkel. Zum Stern. Nee. Ah, hat jemand schon genommen. Daher. Hey Rioxa, grüß dich. Oh, sieht gerade nicht so gut aus, ey. Heftig. Boah, ist das hart, ey. 28, WTF? Wo man auf einmal so hohes Level, ey. Das ist krass. Warst du schon fleißig? Ja, also, ich habe heute Morgen noch gespielt gehabt, wo es möglich war, jetzt ja, einzuloggen und alles. Da habe ich noch ein bisschen gepennt und alles so. Und jetzt bin ich wieder am Start. Ja, ich habe gestern noch die ganzen Weeklies gemacht, noch von FF14, also sprich O1S bis O4S. Hab jetzt auch da den Mount bekommen, die Altriote Mount. Hab jetzt aktuell 78 Mounts. Und wollte ja auf jeden Fall demnächst auch noch mal ein bisschen Shinryu weiterfarmen.
falls ich den unter 99 Tokens bekommen sollte. Ansonsten ist es auch nicht so schlimm, dann kaufe ich mir das sonst irgendwann. Statt sich da jetzt 200, 300 Runs Shinryu machen zu müssen. Und nächste Woche, Dienstag, kommt ja sowieso das neue PvP ja auch noch raus. Da kann man ja auch noch den Farben, ne? Jo, danke. Ich weiß jetzt nicht, ey, das war gerade voll die harte Mission. Also, 28 ist schon echt extrem. Das war jetzt nur hier Stufe 4 Ding. Ich weiß nicht, warum die 28 waren. WTF? Warum? Hä? Das ist ja nur eine Stufe 24. Das ist jetzt keine hier sowas wie, wo die 28 wären oder so. Hä? Hab ich nicht verstanden gerade. Ah, hier kann man außerdem auch auswählen, ne? Geht auch hier. Heftig, ey. 28 waren die. Echt krass. Da, hier. Die sind 24, die Viecher. Aber hier 5. Ich 5. Aktuell, Stufe 5. Also 4, also ich bin fast bei 5, also ich brauche da noch ein paar Punkte. Was willst du übernehmen? Aber es ist heftig. Weil wenn man hier schaut, da ist ja gar nichts. Aber hier, auf einmal haben die 24 die Viecher. Yo. Der Curl könnte gefährlich werden. Heftig, ey, Mann. Ja, kommt alles noch. Muss ja jetzt erstmal auch alles freischalten. Verstanden. Muss ja alles freischalten. Muss mehr Strom machen, alles. Aber ey, warum 24, ey, für eine Stufe 4, Alter? Voll heftig. Anstatt dass der Boss irgendwie, keine Ahnung, der Boss darf ja sowieso immer ein bisschen stärker sein, ne, als die Mobs. Aber ey, dass es ja selbst so welche Stufe 4, solche Viecher gibt, die 24 sind, WTF. Also das hat mich echt gerade überrascht, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass da so starke Dinger da kommen. Das wundert mich, ey. Wundert mich. Bei den anderen gibt's nicht so als so super starke Gegner. Dann kommt so ein Goblin, knüppelt dir erstmal rüber und bist erstmal fast tot da und so. Schon echt nicht leicht. Eigentlich wäre es ja immer gut, wenn man diese Pferde kümmert, weil die Pferde sind ja Stufe 5. Aber diese Goblins, ey, ich weiß nicht. Da muss man echt aufpassen. Also die Hauptgoblins, die großen. Alles. Ach hier, guck mal, zwei Japaner.
Hä? Werden wir gerade unterbunden? WTF? Hallo? Ich wollte ja nur irgendwann hinterher hoch, um meine MP wieder aufzuladen. Oh. Ach ja. Da geht's jetzt hier so gesehen weiter. Ah, da ist der nächste. Sieht so komisch aus, Sophie. Die Arachne. Nichts als Spinnerei. Ah, Verheimat und Ehre. Ja, das ist nice. Diese Teamlink. Wie so ein Limiter ist das halt. Ja, ist ganz spaßig, ne? Mal gucken, wie sich das auch alles entwickelt. Das ist ja erst heute rausgekommen. Mal schauen, wie das auch am Laune hält und alles. Ich werde erstmal soweit alles machen, was möglich ist, so. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das auch noch entwickelt. Mal schauen. Aber sonst mal das schon mal einen guten Eindruck. Die haben hier einige Sachen ja schon mal ausgebessert. Aus der Beta. Okay. Zum Glück geht's dir gut. Guten Appetit. Schön aufessen. Das gibt Kraft für den. Ja, genau, die kannst du dann auch da. Die kannst du dann auch dann spielen, genau. Die werden auch dann möglich sein. Ist ja auch nicht schlecht. Sind da so Charaktere, also die Hauptcharaktere da unterwegs. Aber ich finde das mit den Avataren auch sehr lustig. Also da kannst du dein ja. jeweiliges Design machen, umziehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass du es bei den Hauptcharakteren machen kannst, weil die sind halt so, wie die aussehen, aber dennoch ist es auch eine sehr coole Sache eigentlich so. Mal gucken, wie man die auch noch freischaltet und alles. Also ich habe erst gesehen, dass Gladiolus da eben gerade in der Nähe war. Mal gucken. Nächsten Monat kommt sogar auch Ignis Episode, das kommt ja auch noch. Das soll wieder so ein bisschen so werden wie das von Gladiolus. Weil Prompto war ja was Eigenes, wieder was. Da haben die ja auch so ein bisschen mehr Open World da gemacht gehabt bei Prompto so ein bisschen. Ja, Gladiolus war eben halt von A nach B so in eine Richtung mit Punkten und sowas. Und das soll ja eben halt jetzt bei Ignis auch wieder so ungefähr wären, auch so mit Kombos und all so einen ganzen Kram. Ja, mal gucken, wie das denn auch noch wird, weil Ignis, das hat mich am meisten interessiert, seine Geschichte. Also Ignis ist so wirklich so
von den männlichen Charakteren, den ich sehr, sehr cool finde. Auch neben Nyx Ulrich, den ich auch sehr, sehr cool finde. Von den weiblichen ist zum Beispiel Iris, meine Waifu. Also Iris ist auf jeden Fall echt super. Dann gibt es halt dann noch Luna und dann auch noch Ariana. Okay, das habe ich jetzt auch fertig. Was kann ich für dich tun? Ja, ich persönlich bin ein großer Freund davon, sich selber einen Char erstellen zu können. Ja, das ist auch nicht schlecht. Also, dass die Möglichkeit hier gegeben wird, das ist auch schon echt cool. Ah, siehst du, jetzt haben wir das auch schon mal. Greifenjagd. Hier müssen wir Greifenjagd erfüllt haben. Das alte Hexenhaus. Ja. Dann haben wir wieder so einen Strommast. Hier gibt es außerdem auch Belohnung. Also, das System erinnert einen sehr an das Kristallum aus Final Fantasy 13. Nyx Ulrich ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool. Ich habe den auch so im Film echt gefeiert bei The Kingsleeve und so. Das ist echt eine coole Socke. Mag ihn auch sehr. Okay. Von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Sind wir schon in Stufe 6? Was haben wir für einen Sprung gemacht? Heftig. Du legst dich ja richtig in. Habe den gestern bei Exvius bekommen, war mega happy. Oh, du Lacker. Ich wollte die auch unbedingt haben. Aber GZ dir. Nix soll auf jeden Fall auch schon nice sein. Momentan soll ja demnächst auch 7-Sterne-Charaktere kommen. Und da soll ja Lightning 1 zu den besten wieder gehören. Also soll wirklich heftig sein, Lightning denn. Aber die habe ich auch nie bekommen. Also ist echt wie ein Fluch, ey. Unglaublich. Aber Nyx ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Den hatte ich immer so als, habe ich immer ausgewählt, wenn andere Leute den hatten. Der ging echt schon gut ab, auf jeden Fall. Was er für geile Kombos raushaut und alles, so, das ist schon echt nice. Also, viel Glück. Das nennt man Assassin Power. Fragezeichen? Sind das KIs oder? Boah, guck mal, jemand hat 126 Stärke. What the hell? Stufe 8. Warum so stark? Was hat die denn da bekommen? Und auch voll viel LP und so. Heftig. Lange, aber hab fast den ganzen Kingsleeve Cast, Nyx, Crow und Joker. Will Noctis. Ja, Noctis ist auch sehr nice. Seine Teleportationsfähigkeiten so. Die haben schon was. Ja, hier. Will ich haben. So. So. Ich lag gerade ein bisschen, ey. Jo, dann gucken wir mal. Jennica und Zada. Wurde aus dem Kingsleeve. Powerbarriere. Anfeuern. Anfeuern soll ja nice sein. Anfeuern ist, glaube ich, wo du Angriff und Verteidigung in der Zeit stärken tust. Also wenn es so ähnlich ist, was auch Fina drauf hat und einige andere Charaktere mit Anfeuern. Weil Anfeuern ist auf jeden Fall auch sehr nice. Aber man muss erstmal an diese Gottheiten rankommen. Dann kriegt man halt zusätzliche Fähigkeiten denn, die euch dann unterstützen.
Also hier, die Pferde gehen eigentlich klar, ne? Nur diese Goblins sind echt sehr, sehr böse. Ich kann hier auch gar nicht Warp aufladen, weil hier überhaupt gar nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie so einen Warp-Punkt hinzugehen. Das Ding ist auch viel zu schnell. Komm. So, jetzt. Also die Goblins sollte man am besten nicht anlegen. Eher hier auf diese Spindelhorn kümmern. WTF ist ja sogar 5 Sterne Buff-Food. Mist. Ey. Das Ding läuft einmal rein und das ist schon fast zerstört. Was ist das denn? Heftig. Das ist, ja. Und 7 Stück müssen wir noch erledigen. Also die Kingsleeve Garde sieht schon echt ziemlich nice aus. Ja, das Ding muss noch einmal durchlaufen, dann ist es schon mal erledigt. Oh nein, jetzt kommen diese Goblins. Oh nein, haut ab. Das ist ein bisschen blöd, dass man nicht so seine Stelle, seine MP hier. Schon nicht einfach hier. Muss einfach so. Ich finde das schon krass, dass ein Ding nur durchlaufen muss, sondern es ist schon fast viel gescheitert. Ja, gut, das ist wieder fehlgeschlagen. Ansonsten. What the hell, ist das gar nicht einfach, ey. Das ist echt nicht einfach. Und die KI war es aber, glaube ich, auch egal. Lass sie mal durchlaufen. Lass sie einfach mal durchlaufen, ey. Vielleicht mache ich das irgendwann später. Ich glaube, man ist noch nicht so allzu stark und die, man hat echt wenig MP und so. Wenn man überlegt, man hat da auch keinen Warp-Punkt, um schnell seine MP aufzuladen. Ich weiß gar nicht, ob man sich überhaupt die Goblins kümmern muss. Eigentlich weiß ich ja nur, dass man um diese Pferde kümmern muss, dass sie das eben halt nicht schaffen, durchzulaufen. Ich glaube, die Goblins sind, glaube ich, nur da, um jemanden aufhalten zu wollen. Ah. Ja, wir sind jetzt voll verdreckt, ne? Man wird immer nach Einsätzen dreckig. Und dann kann man sich hier dann halt frisch machen. Dann sieht man dann wieder besser aus. Hier schon wieder. Jo, danke, Assassine, für dein Follow. Assassine passt sehr gut. Weil ich spiele gerne solche Klassen. Oder solche Kampfstyles. Aber danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Jo, dann schauen wir nach anderen Missionen. Wir haben ja noch andere Sachen frei. Also wenn ihr hier solche Symbole seht mit dem gelben Aufrufsymbol, dann habt ihr die noch nicht abgeschlossen. Ich mache das irgendwann mal später, falls da die Möglichkeit gibt, die irgendwie schneller zu besiegen oder so. Weil die eine war ja auch sehr, sehr stark. Da war ich noch nicht so weit wie sie jetzt von den Stats her. Dann muss man ja noch an einigen Sachen rumgrinden, damit man dafür sehr gut geeignet ist oder dass man das leichter hat.
liebe das so mit Dolchen. Was ich auf jeden Fall auch sehr sick fand, war ja auch... Oh, Bernie. Hä? Achso, bei Bernie beitreten. Big Pit. Japaner. Da haben wir noch Bernie, der hat Bushido. Guck mal, was Bushido... Hat er ja seine LP so hoch gedroppt. Bushido für LP. Weil er hat auch genügend Stärke, wie man sieht. Er hat 89. Und Bushido brauchen wir, glaube ich, 38.000 KW. Hatte ich auch eben Assassine, statt einfach den Multiplayer neu. Achso, Assassine, ah. Sind bei dir auch die Server offline? Nee. Ansonsten, wie Rioxa geschrieben hat, startet er sonst nochmal neu. Könnte auch durchaus sein, dass da irgendwie so ein Fehler jetzt ist. Aber die Server sind nicht offline, Assassine. Also soll jetzt nicht der Fall sein. Geil, wir können bei Fahrzeug immer warpen, um uns wieder aufzuladen. Okay, cool. Ah nein, ups. Oh, jetzt bin ich hier unten. Oh yeah. Boah. Okay, danke. Geht wieder. Meine MP ist auch so. Bin bei 144 MP. Ah, okay, cool. Das ist nice. Vorsicht! Da kommen schon die Gegner gespawnt. Ich muss leider auf, vielleicht spät, bis später. Alles klar, danke. Und bis zum nächsten Mal, Rioxa, sonst.
Ja, ich brauche auf jeden Fall noch bessere Dolche. Also man kann auf jeden Fall bessere Waffen haben. Boah. Wow. Ja, es kommt aber drauf an, was man auch noch gewählt hat. Man kann ja aussuchen, aus welcher, also welche Herkunft man hat. Da hat man ja auch mal unterschiedliche Werte. Kann sagen, so die Startstats. Boah, nein! Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich hoffe, ich kann da irgendwo. Okay. Ey. Okay. Mist. Okay. Erstmal hinterherlaufen. Ding habe ich aber bei Gladiolus Episode gehasst.
waren echt ätzende Dinger. Wenn du ihre Panzer geknackt hast, dann geht das ja. Nice. Da ist noch irgendjemand, ne? Au. Nice. Endgegner erschienen. Ah, da haben wir. Okay, das ist der Endgegner. Mist, ey. Ah, schade. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig.
sind im Geschäft. Man sieht sich. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Willst du was modifizieren? Können sogar bis 30 aufwerten. Hast du Materialien gefunden? Willst du was modifizieren? Hey, du machst dich. Bis bald. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier genau richtig. Sind im Geschäft. Man sieht sich. So. Hast du Materialien gefunden? Willst du was modifizieren? Ja, das sind wir auch mal. Oh, nicht schlecht. Hast du Materialien gefunden? Also dann. Jo. Okay, schauen wir mal. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Verstanden. Also, viel Glück. Da sieht das ja schon mal ein bisschen anders bei uns aus.
Ich muss noch mal gucken. Also man kann das alles ja noch mal ändern. Ja, wenn wir solche dringend machen, können wir auch Bereiche freischalten, also wo das erstmal verschlossen ist, wo wir jetzt noch keinen Zugriff haben können, sind wir dann auch da frei. Au, aufpassen. Oh ja, nice. Also haben wir schon den Endgegner. Ah, da haben wir auch sogar Magie, nice, mit dabei. Au.
Oh nein. Ja, lass mich doch. Oh, der lässt mich da nicht hin, ne? Oh, nice, danke. Für eine Reichweite. Hab lange nicht. Oh, Sydney. Hoffentlich schmeckt es dir auch. So. Ich weiß gar nicht, wo ist eigentlich Gladiolus hingegangen? Wollte er eigentlich Besuch abstatten?
Müsste doch irgendwo sein hier, ne? Wir sollten ihn auf jeden Fall hier irgendwo finden. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Schon die Seilbahn gesehen? Wir benutzen sie, wenn wir auf Jagd gehen. Exineris sei Dank. So erreichen wir auch weit entfernte Refugien ohne Probleme. Interesse? Dann brauchst du einen Jagdauftrag. Sprich doch am besten mal mit Monika auf dem Hauptplatz. Ah, da ist er ja. Vasgladiolus entdeckt. Eine gute Gelegenheit, mit ihm zu trainieren. Bist du bereit? Nicht zurückhalten. Der Kampf beginnt. Du gewinnst, wenn die LP deines Gegners auf Null fallen. Verfehlst du in kritischen Zustand, verlierst du. Oh, mal gegen Gladiolus kämpfen. So, los geht's. Der Kräfte messen. Der Schild des Königs. What the hell? Was ist der schon für ein hohes Level? Oh, nice. Läuft bei Gladiolus. Oh. Jawohl. ETF. Läuft erstmal vor die Musik, Musik von Episode Gladius. Gladiolus. Boah. ETF, jo, macht er viel Schaden. Boah, sein Finish hat auch drauf. Oh, ey, macht der Schaden. Oh, What the hell, nein. Wir haben hier keinen Warp-Punkt. Wir müssen echt aufpassen, ey. Verdammt, ey, wenn er das macht, ey, ist es böse. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein! Und Abflug. Ah, ja, komm. Das abzieht. Oh, WTF! Diese blöde Attacke, Mann. Nicht treffe, Leute. Nein! Nein! Oh, ich hasse diese Attacke, die ist so kacke. Und Gladiolus, ey.
Oh, dein Ernst, Alter. Hey, chill mal. Ah, ein cooles Katana, dankeschön. Hey, Onbug. Da muss man echt aufpassen. Jo, wie der einfach so trifft. Alter! Nein! Also das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht, ist ein komischer Finisher, der echt sehr stark ist. Mit den und Abflug. Ich will aber keinen Abflug machen. WTF, ja, da muss man auch echt aufpassen, ey. Nein! Komm. Oh. Yes. Samuji. Galios hat die Stadt wieder verlassen und jetzt haut er wieder ab. Yes. Ja, hat funktioniert.
Oha. Bis 50. Wir haben direkter Sieg. Gewährt im Kampf gegen wenige Gegner einen Chancebonus von 30%. Boah. Das ist nicht schlecht. Man kann sogar bis 50 upgraden. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Wir sind auch voll verdreckt wieder, ne? Wir haben so hart gekämpft. Sieht ja schon wieder besser aus. Oh, das sieht aber nice aus. Hast du Materialien gefunden? Wenn wir Sid nicht hätten, ne? Oh, nicht schlecht. Hast du Materialien gefunden? Combo Spezialattacke. Hey, was machst du? Willst du was modifizieren? Hast du Materialien gefunden? Okay. Bis bald. So. Wie viel haben wir denn schon? 5000? Hier Bushido. 38.000. Reifenjagd. Danke für die Hilfe. Wir verlassen uns auch weiterhin auf deine Hilfe. Puh. Wow. Mal gucken, ob das diesmal jetzt wieder möglich ist, vielleicht mit einer Gruppe. Wo ich jetzt wohl drin war, da hat es nicht so funktioniert, da sind die immer irgendwie erwischt. Und wenn irgendeiner so erwischt, dann ist es fast gleich gescheitert.
Weizen. Ja, probieren wir das mal aus. Gucken. Müssen wir mal gucken, was Bushido bringt. 38.000 KW brauchen wir dafür. Kann man dann schnell hinter den herkommen? Kann man das denn schaffen? Ja, irgendwie ist es ein bisschen schwierig, da hinterher zu kommen. Ah, da kommt noch dieser Goblin. Oh nee, ey, nee. Ja. Okay, noch zwei. Der Goblin ist echt mies. Ne? Da kommen jetzt auch schon die anderen beiden Pferdchen hier. Oh mein Gott, nein. Oh, es ist echt ätzend, ey. Ja, es ist echt doof, diese Mission. Eine hätte noch gefehlt. Einer hätte noch gefehlt, dann hätten wir es geschafft. Ah, ist das ätzend, ey. Ich hasse diese Mission, ne? Die da weglaufen und so. Und du hast ja nicht irgendwie Möglichkeit, deine MP so schnell wieder zurückzukriegen. Es ist echt eine blöde Mission, ey. Ich hasse sowas eigentlich. Allein schon wie sie abhauen. Du kommst ja nicht da hingedeift irgendwie. Das geht gar nicht. Also, Swarpen da, das ist... Ich weiß nicht, wie man das jetzt machen soll. Klar kann man die aufhalten, hinstoßen und so, aber dann muss er erst mal auch irgendwie das schaffen. Und dann kommen noch diese blöden Goblins und hauen sich da einen noch weg oder sowas halt. Das ist echt eine nervige Mission. Echt scheiße, die Kacke. Okay. Ah. Und ja, so niedrige Stufe, diese Aufgabe, kriegst aber nicht geschissen, ey. Das ist voll nervig. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Ja, wenn die Armbrust so stark wäre wie mein Katana, ne? Müsste ja auch genauso irgendwie...
reinhauen. Da habe ich mit Armbrust mehr Reichweite, aber ich weiß nicht, ob ich die da irgendwie schnell down kriege. Also. Mit der Armbrust. Probieren kann man es ja, aber... Mal schauen. Mal ausprobieren. Mal schauen, ne? Das irgendwie hinkriegen. Es hat aber noch ein Gegner noch gefehlt. Dann hätten wir das, glaube ich, abgeschossen. Ach so, okay. Bleib doch stehen, ey. Lass dich auch nicht so leicht treffen, Mann. Jetzt kommt so ein Goblin. Lass es echt nicht so leicht treffen, ey. Na komm, da komm, da komm. Die nervigen Goblins, aber die will ich gar nicht kümmern. Hau ab! In Ruhe. Weg. Hä? What the hell? Nicht der, ihr Ernst, ey. Was ist das für eine blöde Mission? Ah, was ist... Es, kacke Mission, ey. Das ist eine Müllmission. Die ist Müll. Wie die abhauen, ey. Wie soll man so schnell Chancen haben? Und diese Goblins nerven einen auch ab. Schmeißen einen mit Steinen ab oder sowas halt. Bei der Armbrust ist die ist nicht schlecht. Aber wenn ich jetzt so eine Spezialattacke machen will, damit, wo ich richtig gut Schaden machen kann,
Da muss er erstmal aufladen, dann erstmal hinterherkommen, ne? Wenn du die nicht erwischst, dann hast du auch Zeit verloren, ist auch ein bisschen kacke. Das sind immer die Letzten. Die Letzten sind so schnell weg. Weißt du gar nicht. Ja, also. Keine Ahnung, wie schnell die da weg sind, die Viecher. Kommst da gar nicht manchmal hinterher und hast auch nicht denn so viel MP manchmal. So irgendwie kapiere ich die Mission da nicht so. Funktioniert nicht so, wie man das sich vorstellt. Verstanden. Ich habe es in der Beta auch diese eine Mission, wo man, wie hießen die Viecher nochmal? Die dich auf One hitten können. Da gab es ja auch irgendwie so ganz komischen Bug oder so manchmal. Er war da zu OP und dann hat er dich immer, hat die ganze Gruppe gewone-shottet und so. Einmal schaffen und nie wieder spielen die Mission, ja. Muss aber natürlich auch immer dementsprechend solche Leute haben, wo es auch funktioniert, ne? Aber ja, wenn man einmal geschafft hat, nie wieder. So, solche Missionen ist echt ätzend, ey. Da laufen wir erstmal Pferde durch. Die Sache ist ja, es dürfen nicht zwei durchlaufen. Einer darf durchlaufen, aber der zweite nicht. Weil schon durch das erste Durchlaufen ist es schon so gut wie, ja, zerstört so gesehen. Mal gucken. Ja, es gibt echt welche Missionen, die willst du nur einmal machen, dann nie wieder. Ätzend, ey. Allein schon, wie schnell die sind und so. Manchmal stoppen die, aber dann kriegst du die manchmal gar nicht mehr. Dann ist das auch schon wieder fehlgeschlagen. Hier haben wir jetzt eine Eskorte, da müssen wir ein Fahrzeug die ganze Zeit beschützen. Wir hätten das auch fast geschafft, aber der Endboss hat so viel Schaden gemacht, dass es vielleicht dann hinterher am Ende noch zerstört war. Ja, aber du weißt ja auch, das liegt nicht nur an mir, ne? Du musst ja auch dementsprechend Leute haben, die auch so ein Level haben. Es nützt nicht, wenn du richtig stark bist und die Leute sind nicht so stark, ne? Du brauchst ja auch. Da muss ja auch irgendwie ein bisschen passen, ne? Du brauchst ja auch bessere Leute. Achso, hast du gesehen mit dem Truck, okay. Ah, der das auch. Achso, ja, klar. Ja, das ist normal. Das ist genauso wie bei Final Fantasy 14, wenn du eine Static hast oder so. Oder Leute hast, die mit diese Weekly Kills machen und so, dann Absprache ist sowieso wieder ganz anderer Schnack, ne? Das ist wieder ganz anders. Stehen.
Au, blödes Ding, du. Der eine ist voll groß, ey. Ich glaube, der wollte so einen auf Nier Automata. Also diesen Adam. Mit Brille und weißen Haaren. Und dann noch diesen Hemd und die Hose. Ein bisschen so Adam-Cosplay. Diese Coral, ey. Tauru. Eieieiei. Boah. So, dann müssen wir es gleich geschafft haben.
Jetzt müsste gleich der Endboss kommen. Achso. Hä? Das irritiert ein bisschen voll so. Au. Oh, ja, sicher. Ah, Mann. Oh, danke. Oh. Und dem muss man echt aufpassen, ne? Der haut auch mal schon rein hier. Ja. Wahnsinn. Was für ein Gegner. Ich glaube, schaffe ich das überhaupt? Oh. Der hält auch nicht still. Okay, ich bin erledigt. Ja, komm. Bin gleich wieder ready. Noch geschafft? Wow. Nice. Supi, jo. Ja, funktioniert, ey. Oh, Mann. Hat der aber richtig reingehauen. Die ganze Zeit mit seinem Blitzen und alles, ey. Hat ja alles noch gut funktioniert. Jo, ich bin gleich wieder da. Mann, oh Mann. Willkommen zurück. Lass es dir schmecken. Schmeckt? Ist ein insomnisches Rezept. Natürlich leicht abgewandelt.
So, bitte mal selbst zocken und noch viel Spaß noch. Jo, danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir auch selbst noch mal viel Spaß. So. Oh, was passiert jetzt? Prompto! Prompto wurde in der Stallung gesichtet. Suche die Stadt ab, vielleicht triffst du ihn. Prompto! Sieh meine an, jetzt haben wir Prompto auch noch dabei. Nice. Ja, wir hatten ja gegen Gladiolus gewonnen. Da haben wir ja eben halt eine Waffe bekommen. Das war eben halt die Samunji. Mal gucken, was wir von Prompto sonst bekommen. Tag da. Sydney auch rum. Bis zur Gründung von Luzis wurden angeblich böse Menschen auf die Insel gebracht. Dort wurden ihre Seelen dann reingewaschen. Und die Menschen, die nicht vom Licht geheilt werden konnten, wurden von Gott der Blitze gerichtet. Der Gedanke hat mir früher immer große Angst gemacht. Bis zur Gründung von Luzis wurden angeblich böse Menschen auf die Insel. Okay. Willst du was modifizieren? Oh, nicht schlecht. Hast du Materialien gefunden? Oh, nicht schlecht. Hast du Materialien gefunden? Also dann. So. Dann gucken wir mal nach Prompto hier. Prompto. Die Fotos von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Da ist er. Da, wo auch Gladiolus gestand. Du hast Prompto entdeckt. Eine gute Gelegenheit, mit ihm zu trainieren. Bist du bereit? Jetzt geht's rund. Oh, jetzt kämpfen wir
mit Prompto. Gladiolus war ja schon nicht ohne. Jetzt gucken wir mal, wie Prompto abgeht. Los geht's. Besten Freund des Königs. Ha, da kommt sogar... Alter, der macht Fotos? Lol. Oh nein. Deine Nadelschusskanone. Ah, nee, die... Mein Gott, ey. Der Prompto. Aber wir haben das gute Katana durch Gladiolus. Oh nein. Ah, ich will nicht sterben. Boah, diese Nadelkanone, ich hasse sie. Vielleicht kriegen wir eine coole Pistole oder sowas. Hab dich unterschätzt. Jetzt hat er die Stadt verlassen. Und jetzt eine weitere starke Waffe. Weil mit den Katana konnten wir ja auch 50. Und jetzt denke ich mal, können wir auch die Armbrust 50 machen. Protest-Armbrust. Ah ne, also bis 30, okay. Helmspalter. Verringert nach einem Angriff gelegentlich die Abwehr des Gegners um 10%. Also von Prompto denn? Von dir kommen unheimlich gut an, glaub mir. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Haben wir das? Da konnten wir halt auch immer sehr gut leveln. Oh, das ging schon schnell. Das ging gerade schnell. Brauchen wir noch ein paar KW-Punkte, damit wir hier noch mehr Sachen freischalten können, weil die brauchen wir ja. Diese KW-Punkte. Hey, hola Oliver. Yo me llamo igual en la vida real, me llamo Oliver. Hola Oliver. Hm. Und kommt bei mir ein Sound raus? Das geht doch gar nicht. Kann bei mir jetzt Sound kommen?
Und kommt bei mir Sound, das ist doch irgendwie Bug, oder? Ich hab kein Headset irgendwie angeschlossen, ich hab nicht das angeschlossen, ich hab nicht irgendwie was anderes. Ich hab da nichts irgendwie angeschlossen. Hey, hallo, random Afro-Guy. Ohne diesen Pass kann ich... Ja, du brauchst den Pass, ja. Ich habe mir das ja schon ganz am Anfang, ich habe das ja mit dabei gehabt, weil ich ja eben halt die eine Edition hier geholt habe. Ich habe ja die Edition bestellt, warte mal. Also ich habe ja die bestellt gehabt und da war eben halt das dabei. Also der Pass war da mit dabei. Ja genau, gleich geh, Vogel. Das ist, da musst du den Pass haben. Ja, ich hab die Collectors, ja. Jo, kein Ding. Man findet auch das ganz leicht. Also wenn man bei Übersicht geht, bei PlayStation, findet man das eigentlich recht schnell. Also da ist der Season Pass zu sehen und auch mit Comrades. Ah, sehr schön, cool. Ja, da wünsche ich dir dann viel Spaß am Wochenende, denn, ne? Hast ja erstmal hier was zu tun auch. Trophäen gibt's ja auch. Neue. Also, da wird man da bestimmt noch einiges zu tun haben. Ich denke auch, dass sie das in Zukunft auch noch irgendwelche Sachen noch hinzufügen werden. So ähnlich wie die das ja mit der Jagd ja auch immer gemacht haben. Wird bestimmt auch dann kommen. Jo, gerne. Muss ich aber kein zusätzliches Add-on oder so kaufen, oder? Läuft schon über das normale Spiel, oder? Nee, du musst den Season Pass haben. Du gehst hier. Und dann, hier, da brauchst du den Season Pass. Ich hatte es ja eben halt bei meiner Edition mit dabei. Achso, abgesehen, nein, sonst nicht, nein. Außerdem kannst du hier auch Gladiolus Episode auch herunterladen und spielen. Das ist so ein richtiges Hack and Slash oder sowas halt, ne?
Dann hast du hier Promptus-Episode auch noch und nächsten Monat hast du dann auch noch Ignis-Episode. Ja, wenn du den Season Pass hier hast, gehst du hier drauf und dann kommst du ja, zu diesem DLC und dann kannst du den herunterladen. Das ist 7,5 GB groß. Na, aber Standard Edition, ja, du kannst es zusätzlich kaufen. Also wenn du das Spiel hast, kannst du diesen Season Pass kaufen. Den hast du so eigentlich nicht separat dabei. Nur bei den Editions war das eben halt der Season Pass mit dabei. Der Season Pass ist generell nicht in der Standardvision. Du musst es auf jeden Fall kaufen. Für 25 Euro. Das kriegst du nicht einfach so. Da musstest du eben halt die Editions haben. Die hast du einfach nicht so bekommen. Also die Leute, die einfach normale Edition gekauft haben, die ich kenne, die hatten nicht Season Pass gehabt. Die mussten das für 25 Euro nachkaufen. Die Leute, die einmal die Editions geholt haben, hatten das eben halt separat mit dazu bekommen. Ich hatte eben halt auch hier diesen Code hier mit drinne gehabt bei der Edition. Mit Vorbesteller-Boni und sowas halt, ne? Was ist ja auch üblich. Bei der Vorbesteller-Boni hast du eben halt durch die Standard Edition halt bekommen. Heißt also, keine Ahnung, so ein paar Sachen halt, ne? So Heilungszeug oder so Buff-Zeug. Also das ist nur für das Hauptspiel halt, ne? Die Sachen, die du da bekommst, diese Booster-Packs. Ja, aber du hast nicht nur den Multiplayer denn mit dem Season Pass, sondern wie ich ja schon gezeigt habe, hast du ja auch noch die beiden Episoden und nächsten Monat kommt dann auch noch Ignis Episode. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Soll wieder werden wie Gladiolus. Weil Prompto hatte wieder ein bisschen was Eigenes gehabt. Das hatte so ein bisschen Open World Feeling gegeben, so etwas, dieses DLC. Und bei Gladiolus hattest du von A nach B gesmashe. Und das soll irgendwie, glaube ich, bei Ignis auch wieder kommen. Bloß ein bisschen ein paar Änderungen, denke ich mir mal. Aber es wird auf jeden Fall interessant. Naja, ich habe meins bei Mediamarkt gekauft, also muss ich den ja auf jeden Fall kaufen. Ja. Schon lange nicht mehr angemacht und sieht klasse aus. Ja. Also macht schon Spaß auf jeden Fall. Also bin echt mal gespannt, was sie auch noch in Zukunft hier noch so machen werden. Ich werde erstmal alles gucken und machen, was da alles möglich ist bei Comrades. Und dann mal einfach abwarten. Jo, die Vorbestellung habe ich storniert, weil es bei Mediamarkt 2 Tage eher spielen konnte. Ah, okay. Sehr geil, das erste FF Singleplayer-Game, was richtig was bietet. Ja, wurde ja nicht viel Gutes über die Story geredet, weil vieles ja sehr komisch kam, so ein bisschen. Aber an sich ist es schon kein schlechtes Final Fantasy, so. Es ist immer ein bisschen Ansichtssache, weil viele das eher so, ja, nicht so gut fanden, so mit der Story, so ein bisschen. Was muss ich jetzt machen? Ich muss auf jeden Fall weiter KW sammeln, weil ich weiß, dass ich noch zu wenig habe. Ich habe jetzt 13.000. Bushido haben wir 38.000. Ja, und dann hat man hier dieses Kristallum, was man aus Final Fantasy 13 kennt. Hier fängt ihr an und müsst dann eben halt Strommasten versorgen und dann außerdem auch Lagerstellen und andere Ortschaften. Später habt ihr hier auch ein neues Gebiet und da schaltet ihr auch dann hier neue Sachen frei. Außerdem kann man hier, wenn man das hier freikauft, bekommt man auch noch hier auch noch zusätzliche Sachen noch nebenbei. Dann muss man für diese Schlösser muss man bestimmte Aktionen geschafft haben, also diese Missionen. Dann kann man hier weiter diese freischalten. Dann gibt es hier auch solche Fundstellen, wo ihr auch noch was zusätzlich bekommt. Ja, FF14 spiele ich auch Jahre aktiv. Aber da finde ich wesentlich die Story besser, also bei Final Fantasy 14. Also auch wenn es ein MMO ist,
finde ich das um einiges besser als jetzt hier den 15. Obwohl der 15. der wirklich von der Hermachung sehr, sehr gut aussieht. Ja, also es hat schon was vom Sphero-Brett, aber es erinnert mich eher mehr an Final Fantasy 13 mit dem Crystarium, finde ich ein bisschen. Es hat schon was hier was vom Sphero-Brett, da hast du recht. Aber kommt mir ein bisschen so wie das Crystarium halt. Ja, da gibt es halt auch welche Leute, die du dann finden musst, wie Camila, Eskal und viele andere. Und die kannst du dann bestimmen für diesen Ort. Und die geben dir halt auch noch zusätzlich welche Sachen, ne? Ja, unsere Aufgabe ist es erstmal hier mit Außenposten zu versorgen. Da müssen wir erstmal hier hinkommen. Geht aber noch nicht. Noch ausgesperrt. Schön Splitter sammeln. Ja, wir müssen jetzt mal weiter Splitter sammeln. Momentan nutze ich das hier. Verstanden. Um das erstmal die ganze Zeit zu leveln. Pass gut auf dich auf. Um erstmal da genügend Punkte zu sammeln. Achso, ja, das stimmt, ja. Ah ja, ich habe auch erst Urlaub bei den Feiertagen. Momentan ist sowieso bei uns nicht viel los bei Windkraft. Ja, es geht erst nächstes Jahr, ist richtig wieder los. Da werden auch wieder Überstunden kommen und alles. Naja, Winterzeit ist sowieso jetzt nicht so für Windkraft, ne? Eher so Winterzeit eigentlich recht gut für so Geschäfte und sowas halt, ne? Oder Lebensmitteln. Wintergeschäft nennt man das ja auch. Und bei uns gibt's ja sowas halt nicht in Windkraft, deswegen ist es bei uns eher so Chillamilla momentan. Wenn ich jetzt auch irgendwie so Lebensmittelbranche arbeiten würde, sowas, oder wo Weihnachtsgeschäft ist, das ja die Hölle los denn ab nächsten Monat denn. Industrie. Hey, verstehen. Nee, also bei Windkraft arbeite ich im Lager. Also ich bin Fachkraft für Lagerlogistik. Ich kenne davon Autoteilehersteller, die hauen bis November alles raus. Seeverkehr und dann sagt es auch ab. Ja, ja, genau. Ich habe auch mal Autoindustrie gearbeitet, bevor ich zur Windkraft kam. Das stimmt. Erst nächstes Jahr wird das erstmal wieder richtig bei uns losgehen.
Desto höher eure Teamlinks sind, desto stärker ist man auch. Ist auch nice. Haut man schon so richtig starke Attacken raus. Kinderspiel. Ich sammle erstmal KW. Dann kriegen wir erstmal eine neue Gottesfähigkeit mit Bushido. Da will ich erstmal schauen. Dann bestimmt auch richtig hart im ersten Quartal oder ja, also dann geht es erst wieder richtig los. Dann. Willkommen zurück. Guten Appetit. Aber das Essen sieht immer so lecker aus, ne? Ist Wahnsinn, da kriegt man richtig Hunger. Rezept. Natürlich leicht abgewandelt. Oh, hier sind wir Stufe 8. Haben wir einen guten Sprung gemacht. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Wir haben ja momentan die neuen Modelle, die nennen sich Herkules. Die waren ja vorher Prototypen. Und ja, jetzt laufen die schneller und auch sind sparsamer, haben zusätzliche Motoren etc. sorgen auch genügend mehr Strom. Und ja, die werden dann eben halt nächstes Jahr auch wieder mehr gebaut davon. Für Offshore. Wir machen ja nicht nur Onshore, sondern auch Offshore. Und wir müssen das halt alles verschiffen, immer jeden Dienstag eigentlich. Leider hat jetzt die eine Flügelfirma dicht gemacht, die das geht alles jetzt nach Portugal. Wir hatten ja so eine Firma in der Nähe gehabt, die haben diese Windflügeln gemacht. Und ja, die sind jetzt in Insolvenz gegangen und die eine Firma hat es jetzt aufgekauft und machen da jetzt in Portugal weiter. Okay, ich brauche aber noch einige Kilowatts. Wo steht bei mir immer noch Stufe 6, obwohl Stufe 8 danach stand? Das ist, kapiere ich irgendwie gar nicht. Ich bin echt verwirrt immer vom Spiel. Weil da steht 6 und ich war doch irgendwie auf 8 oder war nicht? Hä? Das ist irgendwie merkwürdig. Das kapiere ich irgendwie gar nicht. Das ist irgendwie buggy hier ein bisschen oder so. Ich weiß es nicht. Wie das immer so ist im Ausland, ist die Produktion meist günstiger. Ja, hier, wenn es in Deutschland ist, dann... Ja, wir haben zu hohen Preis hier, ne, in Deutschland. Da hast du recht, das ist, und dann kommen die anderen und haben das günstiger als wir und... Ja. Halt. So ist das. Ein bisschen KW brauche ich immer noch, ey. Das muss ich die ganze Zeit jetzt das zurechtfarmen. Also, bis dann. Ich weiß nicht, was Bushido uns bringt. Ich hoffe, Bushido bringt eine gute Stärke eigentlich, weil 38.000. Weil das ist ja sowas Passives, was wir ja auch haben, denn. Jo, aber immer erstaunlich, dass die Produktion so viel eingespart, dass man den Transport locker bezahlen kann. Achso, ja. Nee, ich habe gerade gesehen, wo wir im Lager das abgeschlossen haben, stand irgendwas mit Stufe 8.
Aber warum steht bei mir jetzt hier Stufe 6? Das kapiere ich irgendwie nicht so richtig. Hier irgendwo muss Bushido sein, denn. Also die Kanagi haben wir hier. Also das Irrlicht. Und irgendjemand muss hier Bushido haben. Wir können ja hier unter diesen Gottheiten auswählen. Ich denke mal, Bushido ist bestimmt das hier vielleicht. Oder das. Mal schauen. Man sieht außerdem auch, was es bringt, ne? Die Wirkungsradius von Heilmagie wird auf 20 Meter erweitert. Außerdem verlierst du aber auch dann einige Stats. Und ja, das will ich jetzt nicht gerne das hier auswählen. Ich würde eher lieber hier, ich denke mal, das wird bestimmt Krieger sein, oder? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich würde auf jeden Fall eine Gottheit freischalten. Da brauchen wir jetzt 38 kW. Meistens nehme ich jetzt immer das hier, weil die geht eigentlich recht schnell. Bringt 3.500. Alles klar. Dann haben wir schon mal eine Gottheit auf unserer Seite. Das ist ja auch nice. Also, viel Glück. Hey, erstmal grinden, alles erstmal freischalten. Und dann erstmal den ganzen anderen Kram auch noch. Ah. 38.000 ist echt nicht wenig. Ich will das auswählen. Ah, jetzt. Muss man bei Square Enix diesen Code eingeben? Hä? Nee, du musst es hier. Code eingeben. Was meinst du mit Code eingeben? Ach so, nein, die Registrierungskarte ist was komplett was anderes. Das ist einfach nur, dass du eben halt, dass das Spiel besitzt hast und alles. Da kriegst du gar nichts dafür. Das ist einfach nur so, dass es bei deinem Account da zu sehen ist, dass du es halt hast. Dass die Leute dann sehen oder so, wenn du Leute bei deinem Account gucken oder generell so. So ähnlich wie, keine Ahnung, irgendwelche Spielereien, was man bei Steam kennt, dass man irgendwie was sehen kann und sowas halt. Oh, danke für den Follow. Vielen Dank dafür. Mal sehen, was Bushido bringt. Ich hoffe, das Grinden lohnt sich. Aber die eine Gottheit gefällt mir jetzt nicht irgendwie. Ist zwar geil, so mit höherer Heilung, aber ich will eher so der Damage-Dealer sein. Pam. Ja, natürlich. Also ich mache das auch seit Jahren bei Final Fantasy 14, weil da kommen auch richtig viele Fragen bei diesen MMO.
Und ja, da helfe ich gerne, wenn irgendwas ist oder so. Oder allgemein, wenn ich irgendwelche anderen Spiele auch mal so ein bisschen spiele. Da gehe ich halt auch gerne mal drauf ein. Das ist halt kein Ding. Ja genau, den 12-stelligen Code gibst du denn immer bei PSN ein. Bei Code einlösen. Wenn du so einen 12-stelligen Code hast, musst du es da eingeben. Ah, okay. Sehr schön. Also hier kann man echt gut grinden, diese Mission. Da, 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 da. Ausgeteilter Schaden. Nee, ich will mich eigentlich konzentrieren auf Damage-Dealer halt. Weil dieses Heal-Licht ist ja jetzt nur als so als Heiler ganz geil. Wenn du dann so eine Art AOE-Heal machst. Statt so ein Single-Heal. Aber ich will ja eigentlich, weiß nicht, Bushido würde halt mehr bringen bestimmt. Ah hier, 10% Guild-Bonus als Auftragsbelohnung. Genau. Ja. Manchmal muss man für irgendwelche Sachen echt die ganze Zeit grinden. Ich kenne das sehr, sehr gut bei JRPGs. Die Spieler haben es ja auch echt in sich. Da siehst du, jetzt hast du Stufe 8. Aber irgendwie bleibt das manchmal nicht gespeichert. Irgendwie, ich weiß nicht, was da abgeht. Oder worauf die damit hinaus wollen. Ach, keine Ahnung. Ich weiß, da habe ich noch keinen so einen Überblick, wie das jetzt da ungefähr ist. Weil ich bin immer noch Stufe 6, dann stand da irgendwie Stufe jetzt 8. Aber ich bin nicht Stufe 8. Keine Ahnung. Mal schauen, ne? Oh ja, oh ja. Also ich habe jetzt hier auch jetzt zwei Spiele GRPGs geschafft, ja. Auf Platin. Ja, die Japaner, die stehen voll drauf, das stimmt. Ich habe jetzt auch hier jetzt in der Vergangenheit auch gestreamt gehabt. Das ist hier Blue Refraction. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Habe ich auch auf Platin gemacht. War auch sehr grindlastig. Dann haben wir hier Seven Dimension Neptunia Forgot. Das ist online. Habe ich ja auch in der Vergangenheit gemacht. Und jetzt mache ich momentan jetzt hier auch noch Knights of Azure 2, Denise, irgendwie noch weiter. Ist auf jeden Fall auch sehr schönes GRPG. Und ja. Ist halt von den gleichen Entwicklern wie aus Brutal Faction oder von der Atelier-Reihe, die man ja auch kennt. Hast du noch nicht geholt? Ja, es hat schon echt Bock gemacht. Mal so eine MMO-Welt und so, ist ganz witzig. Ah, jetzt steht da 8. Guck mal. Jetzt steht da 8. Das ist... Hä? Irgendwie ist es voll komisch. Hast du den Teil davor gespielt? Du meinst, hier Mega Dimension Neptunia V2. Das ist ja eher so ein größeres Neptunia, kann man sagen. Diese Mega Dimension ist ja so ein, wo mehrere Dimensionen in einen gepackt worden sind. Das sind ja mehrere Parallel-Universen, die sie halt haben. Ja, muss ich irgendwann Denise auch noch weitermachen.
Aber es macht schon Spaß. Also, aber man sieht halt, Neptunia probiert immer so bei verschiedenen Gameplays halt, ne? So, hier sind wir auf 8. Muss mal kurz gucken. Hier kannst du ja modifizieren. Willst du was modifizieren? Ah, da, Donnerschlag. So, jetzt haben wir auf 50 gemacht, die Waffe. Die haben wir ja durch Gladiolus bekommen. Die Waffe. Dieses Katana bekommt ihr denn, wenn ihr Gladiolus besiegt habt. Und wenn ihr Prompto besiegt habt, bekommt ihr das hier. Und wenn ich Ignis besiege, krieg ich bestimmt richtig geile Dolche, oder? Mal dir. Oder richtig fette Dolche so. Ihr habt aber macht echt Fun, ja, das stimmt. Also Neptunia ist ja sehr bekannt so mit ihren. Das sind ja alle so Mädels, ne? Und ja, sind total nerdig drauf halt, ne, in dieser Welt und wie sie halt miteinander reden und ist schon sehr, sehr cool. Wir verlassen uns auch weiterhin auf deine Hilfe. Erstmal wieder weiter grinden. Verstanden. Bis wir Bushido haben. Sei vorsichtig. Bushido. Bushido hört sich kriegerartig an. Das muss wohl der Gott des Krieges sein. Bushido. Okay. Ich werde jetzt einfach mal schön das grinden. Bis wir das haben. Und dann sind wir auch ein gutes Level. Dann werde ich auch noch die ganzen anderen Sachen noch nebenbei freischalten. Ich werde jetzt nachher nochmal mit einem Kollegen noch den Zombie-Modus von World War 2 spielen. Er hat mich heute gefragt, ob wir jetzt mal den Zombie-Modus dann spielen. Ein ganz alter COD-Kollege, den ich schon seit Jahren kenne. Also laut Wikipedia bezieht sich Bushido auf Samurai. Ja, genau. Und da will ich mal gucken, was uns das für Werte gibt. Also Bushido. Wenn wir das freigeschaltet haben. Dann brauchen wir erstmal 38.000 K. Also diese KW halt. Ja, mal gucken, wie der Zombie-Modus so ist. Ich spiele das auch zum ersten Mal, denn ich denke mal, er auch. Wir haben ja früher auch immer mal so Zombie-Modus gespielt, war immer sehr, sehr witzig.
Aber ich werde auf jeden Fall demnächst auch wieder Final Fantasy 14 weiterspielen. Also sprich, da machen wir gerade Shinryu-Farben. Ich habe ja schon bei Omega 4 Savage, habe ich hier auch schon jetzt den Mount bekommen. Hab da soweit auch schon die Sachen. Ja, mal gucken, ne? Ist halt vielleicht, eventuell gibt es eine höhere Mission mittlerweile, die leicht für dich ist und mehr bringt. Ja, stimmt, ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier grinde und versuche erstmal das und das zu bekommen, habe ich dann später das eigentlich recht einfach bei manchen Missionen. Da hast du recht. Da wird das eigentlich ganz flott gehen. Also könnte es ja noch schneller gehen alles. Ja, solange ich das aktuell noch sehr aktiv hier nebenbei spiele sonst, die Tage, können ja auch die Leute auch gerne mitmachen, wenn sie wollen. Man muss ja nicht die ganze Zeit immer nur solo spielen oder mit Randoms spielen. Man kann ja auch so zusammenspielen, wenn man da Level hat und sowas halt. Dann kann man auf jeden Fall auch da mal was zusammen machen, wenn die Leute Lust haben. Genügt schon, dass ich manchmal bei Final Fantasy 14 mit Randoms spielen muss. Aber es tut auch mal gut, wenn man mit Leuten so zusammenspielt, die man auch da kennengelernt hat und mit denen das auch recht Spaß macht. So, was haben wir? Okay. Boah, das geht jetzt aber schnell weg. Oh. Okay. Dann haben wir das nächste, das wir schnell erledigen können. Dir echt einen hohen Schadenswert hier. Der ist schon empfindlich gegen Angriffe. Fitze spiele ich leider schon wirklich lange nicht mehr. Ein Jahr hatte ich auf dem PC vorbestellt und gezockt und dann mit Add-on auf der PS4 gekauft und die Ninja hochgespielt. Ja, ich bin auch mehr Ninja. ich bin seit Jahren mehr Ninja, seit er rauskam. War ja vorher Monk. Denn Ninja habe ich ja auch bei Final Fantasy 11 Jahre gespielt. War ja auch so ein MO. Gibt sogar bis heute immer noch. Feiert ja seine 15 Jahre. Aber das habe ich auch die Jahre gespielt und dann mit Final Fantasy 14. Oh ja, ich warte auch noch auf Terra, dass es für PS4 kommt. Terra habe ich auch gerne gespielt und ich hoffe, dass der Ninja auch dabei ist. Weil ich spiele gerne Assa-Klassen. Also so wie der Ninja oder generell Assa-Klassen spiele ich sehr, sehr gerne. Und das wäre echt nice, wenn Terra das auch bringen würde mit den Ninja. Ich hoffe schon, dass sie das so machen. Die haben jetzt momentan noch einen neuen Publisher, ne? Oder Entwickler, ich glaube Enmassive, oder heißen die Enmasse oder so. Die haben jetzt auch dieses eine Spiel rausgebracht, dieses Closers. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Das hat was von Elsort 2.0. Bei Terra habe ich die Klasse mit der dicken Axt gehabt. Weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Ja, ich glaube Berserker oder sowas, denke ich mal, oder? Berserker? So ähnlich wie bei Blade & Soul. Bei Blade & Soul spiele ich auch zum Beispiel gerne Nachtklinge. Also halt auch ein Assassine. Da ja angeblich dieses Jahr rauskommen, aber noch nichts von Beta oder so gehört. Ja, ich auch nicht. Da warte ich auch noch drauf. Ich warte ehrlich gesagt auch noch darauf, dass da irgendwie überhaupt was mit Beta kommt. Weil man konnte sich ja vorab anmelden für die Beta. Das ging ja. Dann kriegt man irgendwie Bescheid für Beta. Dann kriegt man irgendwie so, glaube ich, einen Code und dann den musst du eingeben. Und dann kannst du die Beta zocken. Denn
Aber da kam noch keine Information. Ich kann leider dazu auch noch nichts sagen. Ich kriege zwar die ganze Zeit Mails von denen, von irgendwelche Ingame-Bonis oder sowas halt. Durch die Updates kriegst du ja immer irgendwelche Codes zugeschickt. Aber noch gar nichts von PS4 oder so. Ja, ich habe auch früher Japan-Server gespielt, auch bei Blade and Soul. Dann kam das EU. Und da mussten die jetzt alles nachholen, ne? Die müssen jetzt alles da nachholen und so. Am nächsten Monat, am 6. oder was, am 8. Dezember kommt ja, wie heißt es mal, ein großes Update wieder. Da geht die Story weiter und du kannst deinen Charakter von 50 auf 55 machen. In der Zeit kannst du aber schon mal dein Hongmong-Level aufleveln bis 19, glaube ich, war das oder so. Bin jetzt irgendwie mit 8, mit der Nachtklinge. Ja. Du legst dich ja richtig ins Zeug. Aber ich hoffe echt, dass wenn Ära rauskommt für PS4, da auch der Ninja mit dabei ist. Soll ich das doch mal ausprobieren hier? Ich weiß nicht, ob das irgendwie zu schwer ist. Weil der hat eigentlich schon so ein hohes Level, ne? Ich meine, der Carol war ja schon sehr stark. Ja, aber ist schöner, wenn man alles lesen kann. Ja, das stimmt. Genau, registriert habe ich mich auch, aber noch nichts gesehen. Ja, ich auch nicht. Das ist echt komisch. Dass da noch keine Infos kamen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Schauen wir mal. Gucken wir, ob wir das schaffen überhaupt. Mal gucken. Ein bisschen Zeit habe ich hier noch hier mit Final Fantasy 15 Comrades. Und dann machen wir auf jeden Fall die Tage noch weiter. Aber ich habe mit einem Kollegen auch schon gesagt, dass ich jetzt auch noch gleich mit ihm noch Call of Duty World War 2 spiele. Mit Zombie-Modus. Wir haben ja sonst immer Multiplayer gespielt und sowas. Ich habe jetzt auch schon die Story fast alles auf Veteran. Da fehlen noch so ein paar Missionen und dann habe ich das auch geschafft. Geh einfach rauf, ja. Probieren wir es einfach mal aus. Ich bin voll low. Es gibt schon Leute, die sind 14 und 18 und so. Und der hat Himmelstanz drauf. Wow, Himmelstanz. Ach, das ist, glaube ich, dieses, wo du die ganze Zeit so oben in der Luft so rumslasht und sowas, ne? Oh shit, wir sind voll low. Die anderen beiden sind viel, viel höher. Und ich kann gerade keinen Chat wirken. Oh mein Gott. Kommt davon, weil ich weltweit suche und nicht EU. Einfach mal Karen lassen, ja? Einfach mal Karen lassen, so sieht's aus. Ja. Guck mal hier. Ich bin nicht der Einzige, der sich Karen ist. Nein, das ist eine KI. Ja, schauen wir mal. Lassen wir uns einfach mal Karen. Oh, Endgegner erscheint sogar sofort jetzt hier. Aha. Oh. Oh. Okay, da fällt mir nur eins ein. Armbrust vielleicht oder so. Schieß! Warum schießt sie nicht? Jetzt. Wow. Okay. Müssen wir den anderen Kollegen noch schnell retten. Die KI. So. Was machen die denn da? Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Oh mein Gott, oh.
Okay, wir haben Kung Fu bekommen. Boah. Und sehr stark. Aber ich bin confused. Oh mein Gott. Ich bin so confused. Boah. Keine Chance, ey. Und dann nicht so leicht weg. Schnell, Bro. Hilfe. Hilf mir. Ah, danke. Hat es schon echt in sich. Oh, er hat ja die Form verändert. Oh nein. Oh nein. Da hat der AOE hier. Wir haben Element Eis, das bringt nicht viel Schaden. Hat ja wieder ihre Form geändert. Okay. Oh nein! Oh. Bin gerade im Visier genommen. Wow. Oh, Sky. Danke. Zerheilen. Boah. Nicht gerade ohne. Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe, es bringt echt gut EP. Falls wir das überhaupt schaffen. Aber sonst nächstes Mal, klar, wenn man genauso in den Levelbereich ist wie die, dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Aber wir probieren das einfach jetzt mal. Schauen wir mal, ob wir das hier so hinbekommen. Kann sie auch mal ihre Phase wechseln, also ihre Form, damit ich dann gleich mit meinen Shuriken alles raufknallen kann. Ah, jetzt hat sie ihre Form gerne. Gucken wir mal. Ja, jetzt ziehen wir wesentlich mehr ab. Da muss man echt aufpassen. Wow. Hui, nicht schlecht. Wow.
Oh nein. Nicht abhauen. So. Nicht wegrennen. Was macht die KI denn da? Ah. Die Form geändert. Boah, das macht viel Schaden. Und ausgerechnet kommen jetzt die Ads auch noch in dieser Phase. Oh nein, au! Wie spät? Ah, jetzt reagiert es. Guck mir mal. Okay, der ist gleich, jetzt gerade fertig, glaube ich, mit Essen. Ja. Das aber noch fertig kriegen. Mal gucken. Ah, er hat keine Energie. Sehr schön.
Schon nicht ohne. Ja. Oh nein. Ach. Heimat und Ehre. Puh. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Nicht übel. Dankeschön. Oh nein. Oh. Die alte, ne? Wow. Schon der andere Hausnummer, ja. Allerdings. Ja. Ich habe mir gesagt, probieren wir es einfach mal aus. Gucken wir mal, wo schon die so die Grenze sein kann. Ey. Man merkt das schon, das ist echt Wahnsinn. Boah, das war knapp. Feuer frei. Ah. Ja, manche Attacken dauern echt lange. Kommst du nicht mehr so schnell raus. Ah, okay. Ah. Er braucht ja immer lange, ne? Ah, jetzt geht's schneller. Ah, der Sky. Bei der muss ich echt aufpassen, ob das ist. Auch wow. Das war sehr risky. Das war sehr risky. Hi, Devinsky. Ja, ich komme gleich zur Call of Duty. Ich will das noch probieren hier. Mist, der ist K.O. Muss mir erstmal warten, bis er sich wieder, dass er sich wieder wiederbeleben kann.
Gute ist ja, der hat ja den volle HP wieder dann. Also LP. Boah. Los. Sky. Boah. Wow. Da kann ich verstehen, den will man dann schon mitnehmen. Ach so, ja. Ja, allerdings. Boah, jetzt darf der. Okay, gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kommen die nächsten Ads. Boah, die Tante haut mich so schnell weg. Jetzt wird das am Ende ein bisschen kritisch bei den letzten Ads, glaube ich. Ah, hau ab. Achso, sie wird erstmal wiederbelebt, okay. Das ist, Nahkampf ist echt schwer. Besonders in dieser Form. Dieser riesen Hand und so. Ich glaube, die Form ist einfacher im Nahkampf. Bei manchen Sachen. Sie will sich wieder verwandeln, oder? Ah, die verwandelt sich jetzt immer, die Tante hier. Wieder Ads. Okay. Au. Achso, da lebt ja noch einer. Nein, der ist gestorben. Wow. Victory! Geschafft!
Wow. Mal gucken, wie wir jetzt dafür bekommen. Nice. Hat noch funktioniert. Wir hätten ja noch eine KI gehabt. Vielleicht wäre es auch ein bisschen schneller gegangen, wenn wir noch einen weiteren Spieler hätten gehabt hätten. Aber wir haben es geschafft. Ach, Dankeschön. So, ich schreibe Ihnen, dass ich jetzt noch gleich zu Call of Duty komme. Wird denn gleich noch eine Streaming-Pause machen. Eigentlich würde ich sonst gerne Call of Duty World War 2 mit Zombie-Modus gerne hier noch im Stream zeigen oder halt noch online bleiben, aber ich wollte erstmal noch ein bisschen chillen, nebenbei noch was essen. Hoffentlich viel, ja, ich hoffe auch. Vielleicht, wenn er nachher offline ist, vielleicht werde ich nachher nochmal streamen, so bis nachts oder so, mal schauen. Mal nachher gucken vielleicht. Mal schauen. Aber ich wollte erstmal noch viel noch kurz Zeit nehmen und was machen noch zusammen. Aber ich bin ja auch schon seit halb drei oder so wieder am Stream. Aber sonst geht das die nächste auf jeden Fall weiter. So, gucken wir mal. Ah, okay. Oh, der eine ist schon auf 19, wow. Verständlich, aber ich bin dann leider off. Lässt meine Arbeitszeit nicht zu. Ja, kein Ding, ne? Also, Leute sollen ja auch nur zuschauen, wenn sie die Zeit haben und das alles, ne? Das ist klar verständlich auch. Das ist kein Ding. Freut mich aber dennoch, dass du ja auch lange dabei bist, schon zugeschaut hast und auch bei Chat-Interaktion. Ja, Final Fantasy 14 muss ich mal schauen. Also wenn du mal Lust hast, kannst du da mehr gerne reingucken mit dabei. Aber ich wollte ja auf jeden Fall hier das hier jetzt auch noch machen, weil mich das ja auch so interessiert hat. Und ich finde das eigentlich so gar nicht schlecht, so als Alternativspiel so nebenbei auch noch zusätzlich. Weil die anderen beiden JRPGs habe ich ja erstmal auf Platin fertig und ich wollte Knights of Azur auch noch auf Platin machen eigentlich. Muss ich auch nochmal schauen. Dann wollte ich mal gucken, ob ich das neue Senran Kagura irgendwann spiele. Dieses Splash halt, ne? Dieses mit dem Wasser und so. ja. Aber wir haben es geschafft. Und Stufe 9 müssen wir noch weiter noch leveln. Dann habe ich, dann mache ich dann noch Bushido. Den Rest überlass mir. Kommen wir ja auch noch denn nächstes Mal. Vielleicht werde ich nachher nochmal das hier streamen oder ich spiele halt Final Fantasy 14, muss ich mal gucken. Ob denn noch jemand noch da Lust hat. Ansonsten werde ich jetzt mal gleich noch mit einem Kollegen Zombie-Modus spielen bei World War 2. Mit denen spiele ich ja schon seit Jahren COD. Wie viel KW hast du bekommen? Knapp 10.000, oder? Naja, nicht so wirklich. Also, ich glaube... Warte mal. Ja, ich habe 5.000 KW bekommen. Wäre schon echt geil. Dann hätte ich auf jeden Fall schon Bushido, denke ich mal. Fast. Dann hätte ich fast schon Bushido, wenn ich 10.000 bekommen hätte. Aber... kriegen wir ja bei den späteren Sachen dann. Ah, shit, nur 5.000, okay. Deswegen, wenn ich jetzt nur das hier farmen würde, zwar ein bisschen weniger, aber man kriegt das eigentlich recht schnell durch. Weil, guck mal, das kriegt man recht gut durch. Nee, nicht so wirklich, nee. Also, wenn ich jetzt irgendwann mal auf diesen Level kommen sollte, wie die Leute da, dann schon. Aber ich wollte es einfach mal aus Jux mal ausprobieren und gucken, wie das halt ist. Wie die denn abgehen, schon mal die weiteren Bosse. Weil du hast gesehen, wir kamen direkt hier beim Boss hin. Ohne jetzt irgendwelche mehrere Mobs zu besiegen, um zum Endgegner zu kommen, sondern hier haben wir gleich direkt den Endgegner gehabt. Ja, mal gucken, wir haben auch noch Altnes Talum auch noch, dann haben wir Meledatio Jägerzentrale, dann haben wir Kautes Depot, dann haben wir Galdenkai. Oh, Galdenkai ist ein sehr schöner Ort.
Mal gucken, was da uns erwartet. Und dann haben wir noch Garnison Nord Dunskay. Dunskay. Ja, mal gucken, was wir noch bei Dunskay noch erleben werden. Ansonsten, ja, gucken wir hier noch, was wir noch freischalten werden. So, ich wollte auf jeden Fall hier erstmal noch Bushido freischalten. Da brauchen wir 38k. Ich hoffe, das ist ein Damage-Gott. Mal gucken. Weil Bushido heißt ja Krieger. Wir müssen mal schauen. Und dann haben wir hier noch ein paar Sachen noch freizuschalten alles. Also man wird da auch noch genug Zeit haben. Aber ich finde es eine schöne Alternative neben Final Fantasy 14, weil eigentlich bin ich hauptsächlich ein Final Fantasy 14 Streamer oder der sich da am meisten Zeit nimmt, aber ich wollte auf jeden Fall auch mal so Alternativsachen auch noch hier demonstrieren, so. Mal was anderes außer nur Final Fantasy 14 eigentlich meistens. Aber nächste Woche kommt ja auch noch der PvP-Modus, das wird bestimmt auch noch ganz lustig. So gesehen Zeit gespart, aber wenn man nicht groß genug in Dauer ist, ist der Boss zu lang. Ja, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall ist schon echt schön, dass man da auch mal online zocken kann. Ja, das stimmt auch. Ist auch gut. Gut, dann danke ich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und sonst bis zum nächsten Mal. Wünsche dir sonst ein frohes Schaffen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Also, danke fürs Zuschauen und haut rein.